Nordöstlich von Jinotega beginnt eine der größten und besten Kaffeeregionen Nicaraguas. Hier wird von Genossen und Genossinnen des kooperativen Verbands Sopexca der Kaffee Flor de Jinotega produziert, dessen Produktionsgeschichte dieser kurze Film erzählt. In einer Höhenlage von 1000 Metern sorgen hier beste geografische und klimatische Bedingungen und ein nährstoffreicher Boden vulkanischen Ursprungs für eine sehr volle und milde Kaffeequalität. Die kleinen und mittleren Produzenten, die sich Sopexca angeschlossen haben, profitieren in vieler Hinsicht von dem seit 1997 stetig wachsenden Umsatz der Agrargenossenschaft. Wir sind auf dem Weg zu den Kaffeefeldern von Genaro Centeno, einem Kooperativisten, der mit einer Jahresproduktion von 430 Zentnern zu den mittelgroßen Produzenten von Sopexca gehört. 90% des geernteten Kaffees werden nach Europa und in die USA exportiert. Die hier beschäftigten Saisonarbeiter und Arbeiterinnen erhalten zusätzlich zu ihrem Lohn 3 Mahlzeiten am Tag. Renato Centeno sagt, was das Besondere der Beschäftigungspolitik von Sopexca ausmacht. Die Politik von Sopexca ist es schon immer gewesen, die angeschlossenen Produzenten davon abzuhalten, Kinder zu beschäftigen. Das ist ein Lernprozess. Was die Löhne der Pflücker und Pflückerinnen anbetrifft, sie verdienen in der Hauptzeit ca. 140 Cordobas am Tag, ungefähr $4.30. Das Grundstück von Renato Centeno macht von außen nicht viel her. Er hat hier jedoch eine kleine, aber gut funktionierende Infrastruktur für die ersten Verarbeitungsschritte seines Cafés aufgebaut. In dieser selbstgebauten Maschine, der Despulpadora, wird das Fruchtfleisch in einem ersten Schritt von der Kaffeebohne getrennt. Im weiteren Reinigungsprozess in Betonbecken und durch Auslese von Hand sorgen Centeno und einer seiner erwachsenen Söhne für eine weitgehende Säuberung der Kaffeebohnen. Der Kaffee wird nun einer ersten Trocknung zugeführt und kann dann in die weitere Verarbeitung bei Sopexca abtransportiert werden. Wenn ich mir anschaue, was ich mir aufgrund der Vorhersagen ausgerechnet hatte, auch zu Beginn der Erntezeit, dann ist es, Gott sei Dank, sehr gut für mich gelaufen. Schwerbeladene Camionetas transportieren den vorgetrockneten Kaffee nun ins Kaffeewerk, das Beneficio, das Sopexca ca. 30 Kilometer entfernt in der Nähe der Bezirkshauptstadt Matagalpa betreibt. Hier wird der angelieferte Kaffee erneut unter freiem Himmel getrocknet, bevor er im Beneficio in den weiteren Reinigungsprozess kommt. Der Kaffee aller Produzenten von Sopexca wird hier weiter verarbeitet und nach Größe und Qualität sortiert. Das ist das Verwaltungsgebäude von Sopexca. Hier werden auch die Qualitätskontrollen durchgeführt. Wilmer Estrada ist bei Sopexca dafür zuständig, den Qualitätsanspruch an den Exportkaffee zu prüfen und zu garantieren. 95% des hier angelieferten Kaffees geht in den Export. Die Produzenten haben den Kaffee auf ihren Höfen schon vor der Anlieferung selektioniert, sodass der hier ankommende Kaffee eine sehr hohe Qualität aufweist. Das ist eine Röstmaschine mit 45 Kilogramm Fassungsvermögen. Hier wird sowohl der Kaffee für den nicaraguanischen Markt als auch der Exportkaffee Flor de Jinotega geröstet. Nach Geruch und Sichtkontrolle entscheidet der Mitarbeiter, wann der Kaffee seinen finalen Röstgrad erreicht hat. Dann wird der frisch geröstete Kaffee in das Gefäß zum allmählichen Abkühlen entlassen. Die Maschine aus US-amerikanischer Produktion gewährleistet einen homogenen Röstungsprozess. Direkt nach der Röstung wird der Kaffee Flor de Jinotega gemahlen, abgewogen und in Tüten verpackt. Das Besondere an diesem Kaffee? Von der Ernte über die Röstung bis zum Eintüten. Alle Produktionsschritte finden in Nicaragua statt. Die luftdichte Versiegelung der Tüten gewährleistet eine 1,5-jährige Geschmacks- und Qualitätsgarantie. Aus dem Beneficio in Nicaragua,
geht der Kaffee über den Atlantik nach Europa und in die USA. In Hamburg angekommen, wird der Kaffee umweltschonend mit Elektrolasträdern in die Läden und Supermärkte transportiert.